Hallo liebe Leser und herzlich willkommen beim Videotest zu Dungeon Siege 2. Sie merken es bereits an diesen einleitenden Bildern. Es geht erneut um deftiges Monsterschnetzeln und Item-Einsacken in bester Diablo-Art. Ganz wie der Vorgänger ist auch Dungeon Siege 2 ein waschechtes Action-Rollenspiel. Entwickler Gas Powered Games hat die Monsterjagd diesmal in eine epische Storyline verpackt, aber das Grundprinzip ist nach wie vor gleich geblieben. Wir zeigen Ihnen mal anhand einer Quest, wie sich Dungeon Siege 2 spielt. Hier ist unser Held mit einer fiesen Seuche infiziert. Heilung verspricht nur das Wasser einer geheimnisvollen Elfenquelle. Also machen wir uns mit unseren beiden Mitstreitern auf den Weg, das Heilmittel zu besorgen. Das war gerade einer der magischen Teleporter, die es an bestimmten Stellen in der Spielwelt gibt und die uns lange Laufwege ersparen. Wenn Sie mal einen Blick auf die kleine Karte in der unteren rechten Ecke werfen, erkennen Sie einen Pfeil, der uns den richtigen Weg zur Elfenquelle zeigt. Aber vorher schauen wir noch in ein paar herumstehende Fässer und finden auch just ein paar Goldmünzen. Sehr praktisch, per Hotkey können Sie sämtliche umherliegenden Gegenstände in Sichtweite einsammeln, ohne sie extra anklicken zu müssen. Bei sehr großen Gegnerhorden ist es ratsam, einzelne Grüppchen wegzulocken, damit wir von den Feinden nicht überrollt werden. Das Spiel kann übrigens jederzeit, wie Sie hier gerade sehen, pausiert werden und innerhalb der Pause können Sie Ihren Charakteren in Ruhe Befehle geben oder eine der Spezialfähigkeiten einsetzen, die je nach Kampfklasse des Charakters unterschiedlich ausfallen. Gönnen wir uns jetzt mal per Hotkey einen Heiltrank und kümmern uns um die restlichen Gegner. Dass es in Dungeon Siege auch, wie der Name schon sagt, finstere Verliese gibt, beweisen diese Bilder. Damit Ihre Party über ausreichend Schlagkraft verfügt, sollten Sie sie gut mischen. Unseren Held haben wir zum Nahkämpfer erzogen, der hünenhafte Lothar ist Magier und unsere süße Dryade geht besonders gut mit Pfeil und Bogen um. Das ist auch ganz praktisch, denn manche Türen, wie diese hier eben, hinter denen wir besonders gute Extras finden, bekommen wir nur mit einer bestimmten Kampfklasse auf. Im nun offenen Raum wandert eine neue starke Armbrust in unser Inventar. So, langsam nähern wir uns unserem Bestimmungsort, der Elfenquelle. Hier warten noch ein paar Gegner auf uns. Und unsere Dryade hat nun genug Erfahrung gesammelt, um eine Stufe aufzusteigen. Das sehen Sie an dem großen Plus über dem Charakterkonterfei. Jetzt können wir frische Skillpunkte verteilen und da wir aus ihr weiterhin eine starke Fernkämpferin machen wollen, erhöhen wir einfach mal die Werte für den beißenden Pfeil und verstärken damit den Schaden, den sie bei den Gegnern anrichten kann. So, wir haben jetzt hier unseren Zielort erreicht. Hier warten jetzt noch ein paar besonders heftige Gegner auf uns. Das wird unserer Fernkämpferin auch gleich zum Verhängnis. Die fällt nämlich in Ohnmacht. Wenn auf ohnmächtige Partymitglieder weiter eingedroschen wird, sterben die natürlich nach einer kurzen Zeit. Das ist aber kein Beinbruch. Mit Schriftrollen können wir sie meistens wiederbeleben. Und sollten mal alle Recken fallen, dann werden wir wieder im Dorf abgesetzt, an unserem Ausgangspunkt am Teleporter und mit einer kleinen Geldspende an den örtlichen Hexenmagier können wir uns unsere Ausrüstung zurückkaufen und das Ganze einfach nochmal von vorne versuchen.
So, wir haben jetzt hier endlich unser Heilwasser. Die Quest ist gelöst. Wir müssen jetzt einfach nur noch zurückgehen zum Questgeber und uns da die Belohnung abholen. So, während wir hier zum Questgeber zurückstapfen und uns unseren nächsten Auftrag abholen, mal ein kleines Fazit. Zwar gibt es im Gegensatz zum Vorgänger eine epische Story, aber im Kern ist das Spielprinzip gleich geblieben. Monster metzeln, interessante Gegenstände einsacken und die Charaktere aufbauen. Und das macht auch nach wie vor jede Menge Spaß. Allerdings, grafisch und spielerisch ist man weit davon entfernt, neue Akzente zu setzen. Die Neuerungen beschränken sich eher auf Detailverbesserungen. Da wir zum Zeitpunkt der Videoproduktion erst einen kleinen Teil der Fantasy-Welt gesehen haben, lesen Sie unser endgültiges Urteil inklusive vieler Zusatzinfos im ausführlichen Test im Heft. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche Ihnen noch viel Spaß mit unseren restlichen Videos. The elven waters have transformed you against all hope.